Noch ein Schuss aufs Tor und dann trifft Marc Auci. Tor für Servette. 1:0 für den Leader nach einem absolut harmlosen Schuss aus der Distanz. Und vielleicht war da Rico Fata mit der Stockspitze noch dran. Der Schuss kommt von Gauci. Ja, könnte sein, dass der Fata noch dran war. Gauci wird als Torschütze notiert. Šimek, Romi, Vezina. Jetzt die Genfer am Drücker. Scheibe liegt frei. Da kommt der Abschluss. Tor, Juraj Šimek. Erneut keine zwingende Situation. Juraj Šimek bleibt einfach stehen und wartet, bis die Scheibe irgendwann zu ihm kommt. Das tut sie dann. Und aus kurzer Distanz bezwingt er David Erbischer, ich glaube sogar zwischen den Beinen. Schön aufgelegt und da ist der Anschlusstreffer, Antonio Rizzello, nur noch 1:2. Die Genfer hatten bereits müde Beine, die konnten nicht wechseln oder nur einzelne Spieler. Und dann kommt die Scheibe nicht aus der Zone raus und in der 51. Minute bekommt Rizzello im Slot drin, im hohen Slot, die Chance. Und die Lakers müssen noch einmal ganz hinten anfangen, kommen mit Spezza durch die neutrale Zone. Spezza. Romi bekommt die Scheibe aus der Zone raus und das ist natürlich kein Icing, aber das ist die Entscheidung und jetzt ist die Scheibe auch nicht im Tor. Da sorgt Logan Couture noch für einen Lacher ganz zum Ende und es wird ein Lacher sein, weil seine Mannschaft hat die Partie gewonnen. 2:1 gewinnen die Servetiens hier bei den Lakers.